Hallo! Wie geht's? Wie praktisch, dass ich euch das nicht erklären muss, was ich da jetzt, was unser Ziel ist, weil das steht ja da. Keine Ahnung, was das soll. Gehen wir einfach in die Spielhalle. Juhu! Der gerechte Ort für Kinder wie uns. Ach ja, bevor ich's vergesse. Ich hab Flammenberg. Flammenberger habe ich angeworben. Hier, Flammenberger. Gelassener Torjäger. Was anderes als Tore schießen interessiert ihn nicht. Flammenberger. Flammenberg. Ja, ja. Den musste ich einfach hinzufügen, ne? Na, gehen wir mal rein. Wie schaut's denn hier aus? Die Musik. Werden hier heimlich Drogen verhandelt? Oder Eis? Oh. Oh. Warum muss eigentlich immer in so RPGs so Spielhallen sein? Wow, so viele zum Fotografieren, so viele Typis Greifautomaten. Hier jetzt im Pokémon. Im Pokémon, ja. Genügend. Naja, schauen wir mal. Okay, wir müssen da runter. Boah, ist das riesig. Ich lausche nur ein bisschen der Musik. Oh, es geht doch nichts über eine Runde zocken direkt nach der Schule. Perfekt, um ein wenig Dampf abzulassen. Ist das so üblich in Japan oder was? Dass auch Schüler zocken gehen? Naja, ihr könnt was Besseres tun als zocken, ja. Nicht das Zocken, also Spielen, also Games. Ja, das ist natürlich in Ordnung. Ja. Tja, das war dann wohl die letzte Münze. So viel zum Thema Taschengeld. Ja. Seit damals hat sich hier überhaupt nichts verändert mit Spielhallen in Spielen für Kinder. Naja, Kinder. Ab wie vielen Jahren ist denn in der Summe 11? 12? Nee, 12 nicht. 6? Ich weiß nicht. Ich musste mal auf die Schachtel schauen. Herzlich willkommen. Wir haben eine große Auswahl an erfrischenden Getränken hier. Wieso probierst du nicht einfach? Wie wär's mit einem leckeren, cremigen Milkshake? Ja, dann biet's mir halt an. Sagte, oh, willst du das? Kriegst aber nicht. War da eine Truhe? Ja, ich hab's genau gesehen. Hingabehandschuhe. Das habe ich schon irgendwann bekommen. Du da. Es gibt da dieses Gerücht über einen besonderen Raum in der Spielhalle, zu dem nur bestimmte Leute Zutritt haben. Haha, jetzt haben wir die Drogenecke. Naja, wir haben es noch nicht gefunden, aber die existiert. Was wird da eigentlich immer im Hintergrund angezeigt? Ist das vielleicht so ein Easter Egg auf den Bildschirmen da von irgendeinem früheren Spiel? Könnt ihr in die Kommis schreiben, wenn ihr da einen Charakter wiedererkennt, was der in einem vorigen Spiel vorkommt. Naja, das ganze Gerede darüber hat mich neugierig gemacht. Natürlich schnuppern wir da auch rein. Ja, schnuppern, versteht ihr? Drogen. Ja, Drogen. Dieses Mal erwische ich es. Es liegt ganz weit oben, wenn ich den Greifarm nur noch ein Stückchen weiter nach links drehe. Mein Freund strahlt jedes Mal von einem Ohr bis zum anderen, wenn ich ihn darum bitte, etwas Schönes für mich zu gewinnen. Er ist Suchti. Er ist schon so ein Süchti, du musst da mal was dagegen tun, ne? Ich sehe ihm total gern dabei zu, wie er sich für mich anstrengt. Der Ramsch aus dem Automaten ist mir eigentlich egal. Auch ist mir egal, wenn wir mal zusammenleben und er unser ganzes Geld verzockt. Ja. Ich will immer schauen, was da auf den Plakaten ist, aber das ist irgendwie so pixelig. So, hier haben wir mit jedem gesprochen. Und alles erkundet, wie es aussieht. So. Oh. Klaas, ist das der Klaas? Den haben wir mal in einer Cutscene gesehen. Wie er mit Twenda Evans gesprochen hat. Und da immer diese Schuhe. Warum ziehen wir eigentlich nicht die Schuhe aus, wenn da jeder seine Schuhe ausgezogen hat? Und was gibt's hier? Da Kaktus. Topfkaktus. Ja,
Kacke in den Topf. Was? Ich weiß selber nicht. Jetzt wird's interessant, ne? Zuerst einmal sehen, wer das ist. Wenn ihr hier seid, dann spielt ihr doch sicher gern Videospiele, oder? The Fourth Wall, oder wie man das auch nennt. Vielleicht findet ihr bei uns Konsolenzockern ja auch neue Freunde. Gibt's hier endlich mal die Spiele von Otaku? Otaku! Eigentlich wäre so ein Stürmer, ein Feuerstürmer brauche ich eigentlich. Oder so ein Bodenstürmer. Mal sehen. So. Die kommen mir auch irgendwie bekannt vor. Gegen wen steht da irgendwo, in welcher Mannschaft die sind? Werte? Darauf komme ich jetzt erst einmal die Werte anzusehen. Naja. Schnell alle noch mal durchsehen. Der hat gute Schusskraft, aber der hat bessere Schusskraft. Naja. Ein Tussel. Goldilocke. Naja. So mysteriöse Musik. Sollen wir ihn fotografieren oder was? Achilles. Was? Was habe ich da jetzt fotografiert? Habe ich ihn den Schuh ausgezogen und seine Achillesferse da fotografiert oder was? Naja, reden wir mal. Hallo? Gibt es hier einen Herrn Klaas? Was macht der bitte? Was macht der? Ach Mensch, schon wieder Game Over. Achso, der zockt. Das hat irgendwie anders ausgesehen. Ich hab schon zigmal probiert, aber ich krieg den Drachen einfach nicht kaputt. Das Spiel kann man wahrscheinlich gar nicht schaffen. Manga. Manga, genau. Im Internet gibt es kein anderes Thema mehr. Alle hängen an der gleichen Stelle fest. Hilfe! Kann mir irgendjemand sagen, wie ich diesen verflixten Drache klein kriege? Sollen wir das jetzt machen? Das wär's ja. Jetzt wir einfach mal irgend so ein anderes Spiel, was überhaupt nicht mit Inazuma Eleven zusammenhängt, zocken. Ja, das wär was. Ich hab null Ahnung, wovon ihr redet. Echt nicht, Erion? Das ist die Chroniken von... Was? Hattrickstern? Keine Ahnung. Das zockt gerade jeder Gamer, der was auf sich hält. Was? Der was auf sich hält? Okay. Ich zock das aber nicht. Aha, okay. Okay, Erion, der zockt nicht gerne. Das sehen wir mal. Warum zockst du nicht? Das geht doch auch... Hast du nur Kopf für Fußball oder was, Erwin? Das geht nicht. Zocken muss jeder. Und Fußball spielen. Beides. Und Herr Klaas hat bestimmt erst wieder Zeit für uns, wenn er mit dem Spiel durch ist. Tja, zum Glück kenne ich da so ein Zockergenie, das dem Drachen bestimmt ganz mühelos platt macht. Müssen wir das jetzt ernsthaft machen? Gib ihm eine Watsche und dann reden wir mit ihm. Dann oder mach seinen Computer, seinem Laptop kaputt, dann geht das. Und was ist das eigentlich für eine Ritterstatue, Figur da? Und wo steckt dein Genie? Wenn wir die Almighty Geheiminfos lüften wollen, führt wohl keiner Weg an ihm vorbei. Finde das Zuckergenie okay? Ernsthaft. Schnatter! Okay. Schnatter ist da. Schnatterin da. Okay. Sam, ich hab dich mit deiner Mama einkaufen gesehen. Was? Ich hab dich mit deiner Mama einkaufen sehen. Gesehen oder sagt man nicht da gesehen? Ist das ein Fehler oder habe ich einen Fehler in meinem Kopf? dass ich das noch frage. Naja. Ich auch. Hast dir brav die Einkaufstüte getragen? Guter Junge, jawohl, ja. Oh, ich muss echt langweilig sein. Sucht euch mal ein Hobby. Oh, ist ihm das peinlich. Ist das peinlich? Naja. Jetzt müssen wir das Zockergenie suchen. Wo ist es denn? Ist es hier in der Halle? Ja. Das ist ein Sie. Können Frauen nicht zocken oder was? Du Blöde, ich deabonniere dich jetzt. Keine Ahnung. Der tat mich nur. Oder ist das ein Mann mit langen Haaren? Da!
Keine Ahnung, was das soll. Ich gewinne jedes Spiel. Ich bin der König der Spielhalle. Ihr wollt wissen, wie man den Drachen in die Chroniken von Hedwigston besiegt? Das ist doch sowas von Kindergarten. Nehmt den Grusel-Dusel-Zauberstab, dann ist der Drache ruckzuck Geschichte. Ist das jetzt alles oder was? Den Rusel-Dusel-Busel-Wusel-Wuschel-Zauberstab musst du verwenden. Hast du das gehört? Na, wann gibt dieser blöde Drache endlich auf? Langsam reicht's mir! Was? Der Grusel-Dusel-Zauberstab ist das Rätsels Lösung? Aber natürlich, damit muss es funktionieren. Deswegen geht er jetzt einfach weg und zockt nicht weiter. Du musst dieser Erwin Sherwin sein. Ja genau, Frau Hills hat uns hierher geschickt, damit wir einen Bericht abholen. Sie sind doch Herr Klaas, oder? Was ist mit dir beschehen? Ich weiß nicht, was das soll. Fragt mich lieber nicht. Und bekämpft uns nicht. Der einzige wahre, schreibt man das nicht groß? Der einzig wahre. Keine Ahnung. Und wir hier lernen lesen. So. Selber mal eine Watsche geben. Und wir hier sind echte Hacker-Genies. Hacker? Wir können euch alle Daten besorgen, die ihr euch nur vorstellen könnt. Was macht der auf einmal hier? Man nennt uns den Klaas-Clan! Yay! Ach, mein Zocker-Genie gehört auch dazu. Aber wie ist der denn reingekommen? Teleportieren könnt ihr auch, oder was? Oder? Irgendwie ist das alles so verwirrend gerade. Glaubt mir, wir können alles. Aber genug des Geredes. Erlaubt mir euch, die Erlebnisse unserer Mitteilungen zu präsentieren, endlich. Einfach hier den Zettel übergeben, die Geheiminfos. Die geheimen Geheiminfos, die jeder kennt, ne? Es handelt sich um hochsensible Informationen. Öffnet den Umschlag bitte erst, wenn ihr zurück an der Schule bei Celia seid. Sollt ihr weitere Informationen vonnöten sein, stehen wir euch jederzeit zur Verfügung. Liebe Grüße an Celia und Mark. Okay. Sprich mit Trainer Evans und Frau Hills. So kann es nicht weitergehen. Alle sind unzufrieden. Ich will gewinnen dafür. Dürfen, ja? Und was für Geheimnisse hat Almighty Faith? Dass sie Popokriecher sind oder was? Oder was? Oder wie? Oder. Schnatter! Komm schon, Schnatter! Okay, sieh dir. Ein Grusel-Dusel-Zauberstab? Lol. Wer denkt sich denn sowas aus? Spielmacher spinnen echt. Ach man. Ja, der Spieler hat wenigstens Humor. Habe ich was verpasst? Findet außer mir noch jemand diesen Will Klaas etwas seltsam? Yeah, ich wollte dir ein Like geben. Für diese Aussage. So, wer ist denn da? Du da. Warum hast du ihm das eigentlich nicht verraten, wie man das macht? Und lässt ihn einfach so im Dunkeln. Jawohl, wir waren alle auf der Otaku Junior High. Haben damals Fußball gespielt, aber auch viel freakiges Zeug angestellt. Wer sagt denn das von seinen Hobbys? Haha, wir sind voll die Freakies. Keine Ahnung. Ja, wir müssen, glaube ich, jetzt zur Schule, oder? Hört nochmal dieser Spielhalle-Musik zu. Weil jetzt werdet ihr es nie wieder hören können. So, wo geht's denn hin? Und nein, ich cut das nicht raus, weil es kann. Keine Ahnung. Ich bin heute verrückt im Kopfchen. Okay, rauf. Und wie schaut die Folge aus? Los, eine Cutscene reicht ja noch. Das reicht doch noch eine Cutscene. Aber ich muss mich ein bisschen beeilen. Hallo. So, hier sind alle. Hallo. Ach, da seid ihr. Ich kann es kaum erwarten, endlich den Bericht zu sehen. Gib ihn mir. Almighty Geheiminfos, Autor William Klaas.
geheimnisvolle Musik. Erstes Geheimnis, an der Almighty Wave gibt es 3 Imperialagenten. Captain Infinity Bjorn ist einer von ihnen. Oh, 3 Typen, die so Dingsbums können, vielleicht. So Kampfgeist-Typen. Drei Imperialagenten, das war's dann für schon. Sehr Kabau, keine Ahnung. Warum denn? Zweites Geheimnis. Die Almighty Wave birgt ein weiteres, noch schreckliches Geheimnis. Dabei handelt es sich um... Und das war's mit der Folge. Nee. Ich kann ja nicht speichern deswegen. Sonst hätte ich's gemacht. Ermittlungen derzeit in Arbeit. Natürlich. Das wäre eine Enttäuschung für mich und für euch. Was? Was soll denn das? Erst von schrecklichen Geheimnissen anzufangen und dann nichts erzählen. Wenn die 3 Imperialagenten auch noch Kampfgeister haben, zerreißen sie uns in der Luft. Naja. Wir haben das letzte Spiel 4-1 gewonnen, obwohl die Mannschaft ein so ein Typi gehabt haben. Also. Na. Die Truppe sieht sowieso alles negativ, die meisten Leute von denen. Wir führen 2-1 zur Pause und alle tun so, als würden wir 50-0 hinten stehen tun. Nur ein Kampfgeist kann gegen einen anderen Kampfgeist ankommen. Unser Team hat 2 Spieler, die einen haben, Wiki und... Victor. Ja, Victor. So ist es. Trainer, Sie müssen mich für das nächste Spiel aufstellen. Nein, du willst doch Erwin verletzen, das wissen wir doch. Oder überlegt, dass ich... Aber da überlegt, dass ich das anders... Was? Es kann doch nur heißen, dass Fifth Sector unseren Fußballclub ein für alle Mal aus dem Verkehr ziehen will. Du willst also, dass ich dich spielen lasse? Trainer Evans, das ist purer Wahnsinn. Er ist ein Imperialagent und wird alles versuchen, um unser Spiel zu sabotieren. Wiki hat recht, wenn wir den spielen lassen, wird doch nur alles so laufen, wie Fifth Sector es will. Nein, unterschätzt Victor nicht. Der wird sich's noch anders überlegen, ich sag's euch. Gut, Blade, ich werde dich spielen lassen. Ich weiß zwar nicht, wie ihr Plan ausschaut, aber ich werde so spielen, wie ich es für richtig halte. Mehr sage ich dazu nicht. Okay, okay. Aber Trainer, was soll denn das? Wenn Blade mitspielt, verlieren wir garantiert. Wollen Sie das wirklich? Nein, ich will nicht, dass ihr verliert. Und genauso... Was? Und genau deshalb stelle ich ihn auf. Ich muss euch etwas gestehen. Ich bin an die Reimer zurückgekehrt, um Fifth Sector in die Schranken zu weisen. Fifth Sector ist die Wurzel allen Übels. Und Hexen! Hexen! Dass es nur noch um gute Noten und Zeugnisse geht, hat doch mit echtem Fußball nichts zu tun. Alleine kann ich den Kampf nicht gewinnen. Aber hier an der Reimann finde ich sicher Freunde, die mir dabei helfen. Wir werden das Saints Row Turnier gewinnen und fürs Sektor ausschalten. Ich weiß, dass wir es schaffen können, wenn wir zusammenhalten. Meinen Sie das wirklich ernst, Trainer? Das tue ich. Ich werde allerdings niemanden zwingen, sich mir anzuschließen. Warum rede ich jetzt so? Ich weiß nicht. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen von euch. Von jedem Einzelnen von euch. Wir gewinnen! Keine Ahnung. Entweder ihr bleibt auf Fifth Sectors Seite oder ihr kämpft für den echten Fußball. Entscheidet euch so, wie ihr es für richtig haltet. Ihr habt bis morgen Zeit. Okay, okay. Die Entscheidung liegt bei uns. Na, das kann ja was werden. Wir haben genügend Spieler. Wie die anderen darüber denken, das sehen wir im nächsten Part. Ciao.